Willkommen zurück bei den Wolves mit einem kleinen Tabaluga-Pflaster am Finger. Wir haben heute vor, ein bisschen die Zeit zu nutzen und wollen so zwei, drei Sachen machen, die wir die ganze Zeit machen wollten. Zum Beispiel die Couch anders beziehen und. Dafür machen wir jetzt die Couch erstmal ready. Ich sehe voll aus. Ich fühle mich auch, ist ein richtig toller Tag heute dafür. Aber irgendwann müssen wir es ja machen. Ich war heute Morgen schon beim Arzt. Ist halt einfach irgendein Virusinfekt. Keine Ahnung, was ich da habe. Egal. Wir geben trotzdem jetzt Gas. Also wie ihr seht, ihr habt das jetzt mal das Ganze im Zeitraffer gesehen, dass wir hier gerade alles wegmachen und wir die Couch neu beziehen. Aber auch mal hier die nackte Tatsache, was sich alles unter der Couch befindet. Ihr seht das. Alles an Krümelzeug und sonst was. Das ist mal echt wieder nötig, dass wir hier alles wegmachen. Das muss einfach sein. So, wir haben jetzt die Couch abgezogen und jetzt wird oben auf dem Dachboden ein neuer Stoff rausgesucht. Könnt ihr mal in den Kommentaren raten, was es wird. Falls ihr mal sehen möchtet. Uns ist gerade absolute Katastrophe auf dem Dachboden, aber it's real life. Es ist so voll. So viel Kram. Echt gar kein System dahinter. Hinten, aber der Vorderbereich ist einfach kritisch. Ja, hinten ist genug Platz noch, aber vorne einfach hingestellt. Eine Steckdose? Ne. Nee, leider nicht. Haben wir noch irgendwas Akkubetriebenes? Nee, ne? Ich kann nur mein Handy holen. In der Garage, an der Werkbank, klebt magnetisch eine Lampe. Ja? Ja, eine grüne Stablampe ist das. Liebe Leute, wir werden jetzt tatsächlich die Platinumbezüge waschen, die wir jetzt drauf hatten, die Farbe. Tobi wollte unbedingt schwarz. Ich bin absolut gar kein Schwarz-Fan. Ich wollte so gerne wieder Velvet drauf haben. Ja, wir haben jetzt gesagt, pass auf, wir lassen jetzt einfach nochmal Platinum drauf. Das Ganze ist ja jetzt nicht ewig lang, bis wir das wieder abgezogen hätten. Wir waschen die jetzt, das wollten wir eh machen. Und ja, that's the plan. Das heißt, jetzt wird erstmal hier waschen. Chaos hier hat sich immer noch nichts verändert. Wie gesagt, die Waschmaschinen laufen noch auf Hochtouren. Das ist halt eine hohe Trocknungszeit, aber ich habe den Anhänger beladen, weil Garage auch aufgeräumt. Und da fahre ich jetzt erstmal einiges in die andere Garage. So, alles ausgeladen. Oh, ihr hört es an meiner Stimme. Der Tag ist echt fordernd für meinen Körper. Obwohl ich dem Virus, kein Corona, sondern einfach nur ein Infekt, noch nicht ganz überstanden habe. Ja, ein bisschen was türmt sich hier wieder, weil wir haben ja quasi die Fettsack-Couch abgebaut für den Garten. Und da müssen wir jetzt alles mal so einen kleinen Überblick schaffen, wo was hinkommt, wie wir was abziehen, waschen und natürlich auch das hier wieder verkleinern. Aber ich wollte erstmal ein paar Sachen noch hier hinbringen, damit wir zu Hause Platz haben und den Dachboden machen können und dann peu à peu alles andere durchgehen. So, jetzt fahre ich noch schnell in den Baumarkt und gehe da noch Kisten holen, damit wir oben, wie gesagt, auf dem Dachboden ordnen können. Das sind quasi die Kisten, die ich suche. Tiefere haben sie nämlich nicht, oder? Ja. Andere Seite besser. So. Denn nicht einfach nur welche Kisten, sondern, jetzt kommt man da nicht durch, Kisten, die man ineinander stapeln kann, wenn sie leer sind. Jetzt noch schnell Anhänger hinstellen. Willst du was sagen? Ja. Du musst was sagen, Schatzi. Komm mal her.
Willst du den Leuten mal sagen, was auf Englisch gelb heißt? Gelb. Ja, auf Englisch. Gelb, blau. Und was ist blau auf Englisch? Blau. Und rot? Rot. Rot, okay. Was ist Hund auf Englisch? Dog. Ja, und was ist Katze auf Englisch? Cat. Und was ist Schwein auf Englisch? Picky. Was ist Kuh? Was ist Kuh auf Englisch? Cow. Genau, Cow. Und Schaf? Ja, Cow nicht. Nee, Cow ist nicht Schaf. Schaf ist? Was? Ja, sag's. Kaka. Nee, Kaka ist es nicht. Sag mal. Und weißt du auch noch was? Das Sheep. Ja? Ja. Oh, sehr gut. Piep, piep, ich bin... Oh, guck mal, wollen wir die nach Farben sortieren? Ja. Okay. Ja, die sagt ja so, rosa Monster bei Piep. Ah, doch, Monster Trucky. Ja, Kuka. Kuka, Papa. Rosa Monster bei Piep. Rosa Turm. Na, rosa Monster-Bahn bauen. Was bauen? Einen großen Monster-Truck bauen wir. Ach, Monster-Truck. Kuckabuck! Oh! Halt, halt. Da klingelt der Wecker. Oh. Ja. Was heißt das? Jetzt geht es nach oben. Carlo und Matti sind auch schon am Schlafen. Na Bauern. Ich weiß, aber wir hatten einen Deal. Klingelt der Wecker, geht es nach oben. Na geht der Bauern. Oh Schatzi, wir können morgen wieder bauen. Na bitte auch noch bauen. Mäuschen, wir hatten gerade den Deal. Du darfst das noch zu Ende bauen, was du zu Ende bauen willst. Und dann geht's aber weiter. Was möchtest du zu Ende bauen? Monster-Truck. Okay. Dann bauen wir hier den Monster-Truck jetzt drauf. Ja. Okay, also hoppala. So. Ja. Und dann vorne noch, ne? Da vorne auch. Gibst du uns mal den grünen, bitte? Ja. Der Papa gibt uns mal den grünen, der ist ein bisschen besser, okay? Okay. So. Dann bauen wir jetzt großen Monster-Truck. So. Oh, fertig! Da kann keins mehr hin, sonst ist es schief. Guck, sonst ist es schief. So. Guck, jetzt ist der Monster-Truck. Den kannst du reinmachen. Mach hier kann man, guck mal, den kann man hier reinmachen. So. Also, wir haben einen großen Monster-Truck und zum Schluss darf er sogar noch über die große Rampe. Und der Traktor auch. 1, 2, 3. Wow! Okay, und jetzt der Monster-Truck. Wow! Super! Anhänger auch. Anhänger auch noch? Und hoch mit dir? Drauf gelandet. Ja, so ringelt. Ja, boom. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen Monster-Truck gebaut, den stellen wir ins Regal, ne? Dann können wir morgen mit dem noch spielen, oder? Nein. Nein, wollen wir morgen nicht mit dem spielen? Wir können den auch morgen wieder neu machen, okay? Aber jetzt geht's hoch, wir haben jetzt gespielt und jetzt darfst du ins Bettchen, darfst du noch ein Buch aussuchen, das können wir lesen. Eine Toni-Figur darfst du dir aussuchen. Zähnchen werden noch geputzt und wir ziehen uns an. Und der Nunu, oben warten ganz viele Nunus auf dich. Weißt du was? Verrat dir was. Oben warten noch mindestens 5 Nunus auf dich. Hör mal. Schnell! Monster-Truck! Ja, Monster-Truck bleibt heute Nacht hier unten, mein Häschen, okay? Papa stellt den in den Schrank, damit Liam morgen damit spielen kann. Dann gehen wir los, wir gehen zusammen. Ja, bist du schon schneller als ich?
Du bist ein schneller kleiner Mann. Brasseltag ist. Morgen kommt noch jemand von der Handwerksfirma, der hier auch das Haus gestrichen hat und so, bringt morgen den Gardena-Stoch draußen wieder neu an. Die Halterung hatte nicht so ganz gehalten und das wurde jetzt verstärkt. Und dann zeige ich euch das mal, da sich ja so ein Estrich und so ein Haus immer noch setzt. Könnt ihr das sehen? An einzelnen Stellen geht das Silikon halt auf. Ist ganz normal, aber sieht halt optisch nicht so schön aus. Quasi geht das ja dann hier dran, so eingesteckt, also mehr als das brauchen wir gar nicht. So, fertig. Das habe ich gekürzt. Jetzt sieht das auch mal wieder ordentlich aus, oder? Ich war jetzt noch in der Badewanne und wir sind immer noch am Waschen und am Beziehen und am Trocknen. Aber, boah, das Wohnzimmer riecht so gut, ne, nach diesem Waschpulver, das ist unglaublich. Wir haben jetzt 2 Medium, 3 Seitenbezüge. Und den Sitzsack. Das sind jetzt nur die Kissen. Und Beverly hat, wie gesagt, noch. Nee, ich glaube, die schläft schon. Ziemlich spät und ich merke, dass ich meinem Körper heute ziemlich was abverlangt habe dafür, dass ich eigentlich so im Arsch bin. Und eigentlich hätte ich, glaube ich, heute einfach im Bett bleiben sollen. Meine Stimme und das alles wird immer schlimmer. Ich kriege richtig, richtig, richtig fiesen Husten, der eigentlich schon die ganze Zeit da war, aber jetzt tut er so richtig weh. Ja, aber so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt die trockenen Kissenbezüge da noch hingelegt. Das mache ich morgen. Und dann kommen die 2 anderen noch drauf und dann ist mal wieder hier alles richtig, richtig fresh. Ja, und damit verabschiede ich mich eigentlich nur noch ins Bett. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann.